Ich würde mal eins sagen. Ich denke schon mal an die Schnittfassung und sage, hallo, liebe Zuschauer, ich diskutiere heute mit Tim. Tim ist einer der führenden Köpfe einer veganen Bewegung. Ist das richtig so, Tim? Ja, also führende Köpfe können wir so sagen, im deutschsprachigen Bereich auf jeden Fall. Habe ich, würde ich sagen, online, live die meisten Debatten auf YouTube, Twitch und so weiter hochgeladen. Also bin schon sehr aktiv und definitiv einer, der da am meisten Zeit auch reinsteckt, um Menschen über solche Themen aufzuklären. Ja, inwiefern das denn Aufklärung ist, die der eine oder andere interessant findet oder annimmt für sich, ist natürlich eine Frage. Da ist jeder unterschiedlich und unterschiedlich offen in verschiedenen Lebenslagen. Aber ich konnte auf jeden Fall schon viele Menschen erreichen und dadurch meiner Ansicht nach auch viel Gutes tun. Okay, wir auf sind jeden Fall. übereinander gestolpert Danke. Mit einem satirischen Video, was ich über dich gemacht habe, wo ich so getan habe, als würde ich direkt mit dir konferieren. Also das war, ja, ich habe dann auch später gesagt bei Twitter, sorry, ich wollte dich nicht beleidigen, aber es hat sich einfach so angeboten, weil es ging ja bis zu, wir könnten ja als Veganer die Queen, also den Leichnam der Queen, könnten wir doch ja, uns irgendwie krallen und unter das Menschenfutter, das Tierfutter mischen und überall verbreiten. Ihr esst übrigens die Queen! So, das fand genau, ich ja geil. Genau. Also deine Idee finde ich ja geil. Also ich bemerke, du bist total engagiert. Es verfolgt dich bis in deine Träume hinein sozusagen, weil du ja, hast gesagt, also das war ich konnte nicht tatsächlich einschlafen, eher und was. Ist mir das eingefallen. Weißt? Ich fand's schon Genau, geil. genau. Ja. Okay. Ja, also das war auf jeden Fall etwas, worüber ich mir Gedanken gemacht hatte. Das war glaube ich beim Einschlafen, oder habe ich das geträumt? Ich weiß es gar nicht mehr, ist ja jetzt auch schon dreiviertel Jahr her. Aber ja, das war mit der Queen, den Leichnam darin in eine Fleischerei heimlich zu mischen. Das war schon ein sehr lustiger Gedanke. Ja, Und ein sehr krasser Gedanke. So sind wir übereinander Aber ja. gestolpert, weil ich das aufgenommen habe. Und genau. Ich hoffe, dass du das auch nicht als Boshaftigkeit von mir empfunden hast, dass ich da so ein Video gemacht habe. Ich meine, es gibt immer wieder Leute, die mich auf meinem YouTube-Kanal verfolgen, die nehmen das tatsächlich ernst. Die sagen, ach, der hat wirklich mit denen geredet? Und es gibt auch ein paar Schlaue, die sagen, nein, das hat er so zusammengeschnitten. Hallihallo. Ja, also die Ja, KI klar. wird immer gefährlicher, auch ernsthaft. Deswegen ist ja auch Snicklink erfolgreich, der schon mal warnt und sagt, ich kann hier alles so umstellen, dass ihr drauf reinfallt. Das ist eine große Gefahr, ne? Dass die Leute, ich meine, wer jetzt wirklich denkt, Frau Baerbock hätte wirklich das und das gesagt. Ich meine, sie hat genug Unsinn schon erzählt. Sie hat ja Russland quasi schon den Krieg erklärt. Aber wenn sie dann wirklich ja, das glaubt, gut. wo man Das das war wieder... meines Wissensstandes nach, war das auch, Ja, aber wo man das auch halt wirklich Versprecher. faked, wenn ein Aber, Politiker ja. sowas glaubt, wenn so ein Fake-Video kommt, wo das noch viel schärfer reinkommt, du, es kann zu einem, ich sag mal was Böses, bis zum Atomkrieg kommen. Es ist saugefährlich, was hier gerade an Das war ja, Möglichkeiten also das abgeht. war ja ein Fake von Zelensky, war ja im Umlauf, wo er die Ukraine zur Kapitulation aufgerufen hat. Ja. Das war ja zum Beispiel Fake, das ist ja super gefährlich gewesen. Wenn das nicht schnell klargestellt worden wäre, hätte das ja katastrophale Auswirkungen haben können. Also ja, auf jeden Fall ist es schon gefährlich, was viele Leute auch Ist so auch, viele Leute drauf einfach reinfallen, ohne da ist es groß zu ja. hinterfragen. Aber ich denke, wir haben Und das auf jeden jetzt Fall. untereinander geklärt. Uns geht es heute um ein anderes Thema und das ist zum Beispiel Klar. der Veganismus. Ne? Und unter anderem. Ich habe heute mal wieder drüber nachgedacht in Vorbereitung auf das Gespräch. Und dann sage ich, naja klar, Menschen quälen Tiere. Menschen quälen Menschen. Tiere quälen Menschen. Also ein Mückenstich oder Wespenstich kann sogar lebensgefährlich sein. Auf jeden Fall. So, Und dann, das geht ja bis hin zu, Menschen machen im Prinzip ethnische Massaker, wenn sie sich die Zähne putzen, weil da werden ja auch Lebewesen, Bakterien leben. Ja, So, klar. Wo ziehst du die rote Linie? Wo da sagst du, hier ist Schluss mit lustig. Die eine Beschädigung des Lebens, die kann ich nicht vermeiden. Auch in der Gemüseproduktion werden Tiere vernichtet, da werden Pflanzen vernichtet genau. und so weiter. Wo ist für dich die absolut rote Linie? Also das stimmt auf jeden Fall, dass super viele Dinge, also jede Handlung im Endeffekt tötet Lebewesen. Ne? Ich meine, so eine Antibiotika-Kur musste ich auch letztens machen, um eine Infektion am Bein loszuwerden. Das war ziemlich hart für meinen Körper, weil halt alle Bakterien gekillt wurden, alles runtergefahren wurde. Antibiotika in den Körper zu nehmen, ist dann quasi nach der Definition, wenn man alles Leben als schützenswert einstuft,
Massenmord, aber ist es natürlich nicht, weil Veganer haben sich da schon ganz lange Gedanken drüber gemacht, ab wann ist Leben schützenswert, ab wann sollte man Leben einen wirklichen Wert zugestehen. Und das ist ab dem Punkt, da haben sich alle darauf geeinigt, wo eben dieses Lebewesen fühlt und bewusst ist. Fühlt und oder bewusst ist. Und Bakterien sind das nicht, Pflanzen sind das nicht. Und deshalb können wir uns darauf einigen, dass zum Beispiel ein Huhn deutlich mehr Leid empfinden hat, deutlich mehr bewusst ist, die Welt wahrnimmt, als jetzt zum Beispiel ein Bakterium. Ne? Und wir können natürlich irgendwann, wenn wir irgendwie durch Forschung herausfinden, okay, Bakterien sind auch schmerzempfindlich, oder wir finden heraus, keine Ahnung, Pflanzen haben auch ein Bewusstsein, wo auch immer die das herholen sollen, weil die haben ja kein Gehirn. Aber sollten wir das irgendwann herausfinden durch die Forschung, selbst dann wäre es immer noch okay, solange es dafür keine praktikable Möglichkeit gibt. Und das ist im Veganismus auch ein wichtiges Wort. Praktikabel. Darauf stürzen sich auch immer viele und verzerren das dann und interpretieren das um. Aber praktikabel heißt im Endeffekt, okay, gibt es dafür einen vernünftigen Ersatz und brauche ich es? Ja? Zum Beispiel jetzt für ein Steak gibt es keinen hundertprozentigen Ersatz. Aber das Einzige, was wir von einem Steak bekommen, was sich halt nicht zu 100% ersetzen lässt, ist Geschmack. Und Geschmack sollte nie eine Rechtfertigung sein, um zu töten. Darauf kann man sich auch einigen in der Ethik. Das ist eigentlich ein Konsens. Und daher muss man sich fragen, okay, was gibt es denn für Dinge, wo wir das Leid, was entsteht, nicht verhindern können, und wo der Mehrwert jetzt deutlich mehr ist als, okay, ist halt einfach nur Geschmack. Und das sind vier Dinge, die im Veganismus inkludiert sind, die super viel Leid verursachen oder aber trotzdem nicht im Veganismus greifen, weil sie halt nicht praktikabel zu ersetzen sind. Das ist einerseits, dass Medikamente hergestellt werden mit zum Beispiel Tierversuchen, aber diese Medikamente notwendig sind. Beispielsweise jemand hat eine Krankheit, die muss geheilt werden, sonst wird diese Person super viel leiden und vielleicht sogar sterben. Aber das Medikament wurde an Tieren getestet oder enthält vielleicht sogar Molkepulver oder sowas. Ja, also ist per Definition, wenn man es ganz genau nimmt, nicht vegan. Ist dann aber trotzdem vegan, weil, wenn man das nicht nimmt, leidet man halt sehr stark. Deshalb ist das nicht praktikabel. Das ist eine Sache. Ne? Das kann man trotzdem nehmen. Eine andere Sache ist es, also noch weitere drei, ist zum Beispiel die Platzschaffung für das Bauen von Straßen, Gebäuden und so weiter. Platzschaffung für sowas wird auch immer Schaden verursachen. Immer. Weil da wird Lebensraum genommen, und ja, das wird immer Schaden verursachen. Bedeutet, das ist trotzdem vegan, weil es geht halt nicht anders. Es gibt keine andere Möglichkeit, Platz zu schaffen für wichtige Dinge, ohne Schaden zu verursachen. Ne? Außerdem dritte Sache, Ressourcengewinnung generell. Egal, was man für Ressourcen gewinnt, ob das jetzt irgendwelche Metalle sind oder ob das Abbauen von Pflanzen sind und das Ernten von Pflanzen, um sie zu essen, das alles wird auch Schaden verursachen. Das alles wird Schaden verursachen. Immer. Weil durch das, ne, wird wieder Boden zerstört, Lebensraum, whatever. Es gibt immer irgendwelche Schritte bei der Gewinnung von Dingen, welche Schaden verursachen. Das ist unvermeidbar. Trotzdem ist auch das vegan, weil es halt nicht zu verhindern ist. So, es ist nicht zu verhindern. Wir können nicht existieren, ohne gewisse Dinge zu konsumieren und zu ernten oder zu Wenn produzieren. ich Und das deshalb ist das richtig verstehe, geht trotzdem es, moralisch, ne? wenn ich dich richtig verstehe, geht es doch darum, dass natürlich das Leben insgesamt immer Schäden verursacht. Ne? Ob es Tiere machen, ob es Genau, Menschen machen, genau. immer irgendwelche Schäden an anderem Leben. So, Ja. jetzt reden wir also allgemein Also über. ganz kurz, um es auch zu beenden, der letzte Schritt wäre, die vier Dinge, wie gesagt, Medikamente, ne? Herstellung von Dingen, Platzschaffung für Dinge und das letzte wäre Fortbewegung. So, für diese vier Dinge, die werden immer Schaden verursachen, aber das ist leider nicht zu vermeiden und es sind essentielle Dinge, um zu überleben. So, das ist nicht praktikabel, darauf zu verzichten. Also es Ne? kann nur um Schadensbegrenzung gehen, absolute Genau. Schadensvermeidung ist unmöglich. Und dann muss Ja. man sich doch fragen, was will man da begrenzen? Wenn man sich anschaut, zu welchem Zweck in der Marktwirtschaft produziert wird, dann könnte man schnell darauf kommen, dass es vor allem um das geht, was jeder Politiker in fast jeder Rede sagt, nämlich Wachstum des jeweils nationalen Kapitals.
Also hier geht es nicht um Bedürfnisse, nicht um Bedürfnisse von Menschen oder Tieren oder Pflanzen oder sonst was. Hier geht es darum, wir hören euch ja zu, liebe Klima- und Umwelt- und Naturschützer und Tierschützer, aber wenn ihr uns nicht vorrechnen könnt, dass ihr ein Modell habt, was mindestens den Profit für unser nationales Kapital bringt, den wir bisher haben, dann müssen wir euch leider sagen, ja, hier geht es ja auch um Arbeitsplätze. Naja, also da tatsächlich ist, also beim Punkt Veganismus, beim Punkt Leichtvermeidung, geht es tatsächlich nicht wirklich um Wachstum bei Firmen. Klar, spezifische Firmen können da sehr stark wachsen, ne? Zum Beispiel auch bei Klimaschutzthemen, Kohleindustrie super relevant. Die wächst natürlich, wenn wir auf Klimaschutz scheißen und die verdienen Geld, dann machen sich die Taschen voll. Aber das sind sowieso Firmen, die nicht profitabel sind. Das heißt, in einem wirklich freien, wachstumsorientierten Markt, wo es darum geht, möglichst profitabel als Volkswirtschaft zu leben und zu wirtschaften, sind Industrien wie Kohleindustrie eigentlich sowieso welche, die aussterben müssen. Also der Erhalt, dass wir krampfhaft Kohle- oder Tierindustrie erhalten wollen, das ist nichts, was irgendwie aufgrund von wirtschaftlichem Wachstum gewollt ist, sondern das ist ideologisch. Das ist ja, Kultur, wir haben es schon immer so gemacht, Gewohnheit, das ist nicht, weil wir auf Wachstum aus sind. Diese Industrien, spezifisch genannt Kohle- und Tierindustrie, sind für so viel Steuergelderausgaben verantwortlich, für so gigantische Milliardenbeträge. Allein die Kohleindustrie frisst jährlich 80 Milliarden an Direktsubventionen, um damit überhaupt überleben zu können. 80 Milliarden Direktsubventionen nur in Deutschland. Das ist gigantische Summen. Und ohne diese Summen würde die Kohleindustrie sowieso schon längst aussterben. Also das ist ja auch Tierindustrie, 16 Milliarden jedes Jahr, plus nochmal um die 4 Milliarden, die von der Grundwasseraufbereinigung, wo das ganze Kot von den Tieren wieder rausgeholt wird, und gigantische Klimaschutzmaßnahmen, das sind riesige Milliardenbeträge. Wenn diese Milliardenbeträge auf diese jeweiligen zerstörerischen Industrien umgewälzt werden, dann wären die sowieso nicht mehr profitabel. Also wenn es wirklich um reines Wachstum und profitorientiertes Handeln geht, würde man diese Industrien sowieso nicht mehr im Leben halten. Also das kann nicht der Grund sein, weil die sowieso nicht profitabel sind. Ne? Außer halt für die, die halt oben sitzen. Und die verdienen auch nur Geld wegen den Steuergeldern. Also das ist keine profitorientierte Volkswirtschaft, wo es wirklich nur um Profit geht, würde diese Industrien fördern. Das ist, wir wollen halt Kohle, wir wollen halt Fleisch. Das ist nix. Da geht's nicht um Geld. Da geht's um Geld für Einzelne, aber nicht um Geld für die Volkswirtschaft. Ne? Ja. Du hast jetzt bestimmt eine Frage, ne? Nein, also ich habe keine Frage. Oder welche Frage soll ich denn stellen? Nö. Wenn du keine Frage hast, dann ist ja okay. Dann lassen wir es mal so stehen. Ja, was ist denn dein Gedanke zu dem, was ich gerade gesagt habe? Mein Gedanke dazu ist, dass du nicht darauf eingegangen bist, was ich vorher sagte. Nämlich, dass ich sagte, wir leben in einer Marktwirtschaft, in Klammern auch Kapitalismus genannt. Darauf bist du nicht eingegangen. Warum nicht? Naja, doch bin ich ja. Also es ist Profit getrieben für einzelne Firmen und die wollen diesen Profit, diese Profitgier erhalten. Aber wenn es wirklich um Profit von den Volkswirtschaften an sich ginge, würden diese Industrien schon längst aussterben, weil die sind nicht. Was ist denn Profit? Profitabel. Was ist Profit? Nullen und Einsen auf Konten. Im Endeffekt. Also Geld. Also Geld ja. Einsetzen, ja, investieren und möglichst mehr Geld rauskriegen. Ne? Geld. Dann kommt die Ware, der Verkauf der Ware und dann mehr Geld rauskriegen, als man reingesteckt hat. Also Geld als G
dann W, die Ware, und dann G' als mehr Geld. Das will doch jeder Unternehmer. Also der will doch ein Genau, Wachstum. genau, Der will ein genau. Wachstum. Und für das Wachstum muss er alles tun, weil sonst geht er unter, sonst geht er pleite. Genau, und das inkludiert halt, das alles tun, inkludiert halt bei Kohle- und Tierindustrie, dass enorme Anstrengungen unternommen werden, dass die Subventionen hochgehalten werden. Also Weil ist ohne dann, Subventionen, die reinkommen, ja, aber was ist dann das Problem? keine Ist Gewinne. dann das Problem, dass der Konsument das Falsche einkauft? Oder ist das Problem das System, das sagt, du musst eben wachsen und alle wachsen konkurrierend gegeneinander und scheiß drauf mit 180 auf der Autobahn, damit die Unternehmen überhaupt überleben können? Und dann sind ihnen ja auch Tiere und sonst was scheißegal. Es liegt doch nur daran, Natürlich. dass das kapitalistische Wachstum immer weitergehen muss in Konkurrenz. Da konkurriert der eine Unternehmer gegen den anderen, da konkurriert auch der Arbeiter um einen Arbeitsplatz gegen den anderen, ne? Dann konkurrieren auch Nationalstaaten gegeneinander, dann kommt es ständig zu Kriegen. Wir haben im Moment, ich glaube, 25 Kriege auf der Welt. Ist das Problem nicht dort zu suchen, in diesen aus Geld mehr Geld machen und dann boxen die sich alle, als dass man auf den einzelnen Konsumenten geht und ihm vorschlägt, du kannst doch die Welt, du kannst doch deinen Einkaufszettel als Wahlzettel betrachten. Ist das nicht ein Naja, Unterschied ums Ganze? es ist ja die Wahrheit. Also der Einkaufszettel ist ja der wichtigste Wahlzettel. So klar kann man eine politische Revolution auslösen, indem wir hingehen und, keine Ahnung, eine Partei gründen, die wirklich kommunistische Werte vertritt und dafür ist, den Kapitalismus abzuschaffen. Das würde auf politischer Ebene natürlich super lange dauern und würde mit einem Wahlzettel alle 4 Jahre natürlich jetzt nicht super viel Einfluss haben. Aber der Einkaufszettel, damit kann man super schnell Kapitalisten dazu bringen, andere Wege einzuschlagen. Wenn einfach alle Menschen in Deutschland keine Tierprodukte mehr kaufen würden oder sich weigern würden, Kohle zu kaufen oder sich am besten weigern würden, Stromrechnungen zu bezahlen, weil sie sagen, ey, Strom sollte kostenlos sein. Oder sich alle Deutschen weigern, bei der Bahn Ticket zu bezahlen, weil sie sagen, ey, nee, Bahn muss kostenlos sein. Und wenn das alle machen würden, alle diesen Konsumentscheidungen eingehen würden, alle diesen Druck aufbauen würden durch solche im Endeffekt Geldproteste. Wir leben im Kapitalismus und Geldproteste wirken am stärksten. Und warum machen das nicht alle? Warum machen Naja, nie, das warum wäre das machen nie Problem. alle das, was einzelne Denker vorschlagen? Du kennst ja den berühmten Spruch, ja, wenn alle das machen würden, ich erkenne den Idealisten immer daran, dass er im Konjunktiv redet. Alle machen sowieso nie das Gleiche. Wir können ja nur davon sprechen, was wäre, ne? Was wäre, wenn? Wir reden über Politik und über zukünftige Dinge. Und da, wenn wir eine gute Welt anstreben, müssen wir immer bei der Überlegung, wie wir da hinkommen, davon reden, was würde passieren, wenn Protestbewegungen Folgendes machen. Nur so können Okay, wir ja ich frage erfahren, dich mal was passiert. konkret, was wäre für dich eine gute Welt? Wie müsste die nur grundsätzlich mal aussehen? Eine gute Welt wäre eine Welt, die fair ist, von Geburt an. Egal, in welchen Körper du geboren wirst, für dich ist das Leben fair. Was heißt Niemand spuckt fair? auf dich, niemand tritt auf dich, Okay. du hast gleiche Startchancen, egal ob du marginalisiert bist in der Theorie, egal ob du eine Behinderung hast, egal welche Hautfarbe du hast, egal welchen Körper du hast. Scheißegal. Gleiche Startmöglichkeiten. Das wäre eine erstrebenswerte gute Welt. Geht das im Kapitalismus? Nein, natürlich nicht. Natürlich Also, nicht. was würdest du vorschlagen? Was wäre dann eine faire Welt außerhalb von Kapitalismus? Wäre das Würde es etwas im wie, Endeffekt nennen. du kennst ja die Kritik am Realsozialismus. Hat ja nicht geklappt, war ja da. Hat ja nicht geklappt. Das war ja der erste Versuch, etwas anderes außerhalb von Kapitalismus zu machen. Was haben die falsch gemacht? Warum sind die gescheitert mit der Behauptung Sozialismus? Also meines Wissens nach sind die gescheitert, war einfach, weil es einfach in den damaligen Zeiten super einfach war, für einen Diktator
Kriege zu gewinnen und für soziale Demokratien, für sozialistische Demokratien halt super schwer, weil man erstmal alles abstimmen musste. Aber in der heutigen Welt mit großen Ländern, mit großen Militärbündnissen, wo auch die Sicherheit dann gegeben ist, könnte man mit demokratischem Sozialismus auf jeden Fall einiges bewegen, wenn das dann halt das ist, was die meisten Menschen wollen, was ja aktuell nicht der Fall ist, weshalb da Bildung notwendig ist. Man muss den Menschen zeigen, ey, Ja. Demokratie, super Sache, wenn die Demokraten halt wissen, was sie tun. So, und Kapitalismus nicht so geil, wir brauchen da was Neues, was vielleicht noch nicht probiert wurde oder vielleicht falsch probiert wurde oder vielleicht besser gemacht werden sollte. Aber auf jeden Fall keinen Kapitalismus mehr. Und wenn wir dann in Richtung gehen, wie zum Beispiel demokratischer Sozialismus und die meisten dafür sind, die Massen dafür sind, kann das sehr gut funktionieren. Was bedeutet demokratischer Sozialismus jetzt mal von der Basis her gedacht ökonomisch? Nicht vom Verwaltungsprinzip, nicht vom Herrschaftsprinzip, sondern von was ist Sozialismus als Gegensatz zum Kapitalismus? Also viele sagen ja, bitte keine Planwirtschaft für Bedürfnisse. Das kann ja nicht gut gehen. Würdest du das auch so sehen? Naja, Planwirtschaft für Bedürfnisse wurde ja bisher noch nicht wirklich probiert. Also das, was wir als Planwirtschaft kennen, ist ja im Endeffekt Staatskapitalismus gewesen. Und da hat ein Land wie, keine Ahnung, die UdSSR hat gesagt, ey, wir wollen jetzt Geld verdienen für unsere Reichen hier, wie heißen sie nochmal? Da Oligarchen, heißen sie nochmal Oligarchen. Oligarchen, genau. Für die wollen wir jetzt Geld verdienen, was machen wir? Okay, hier, wir sagen den Firmen, die sollen das produzieren, was wir am Weltmarkt teuer verkaufen können. Also Planwirtschaft, die so organisiert ist, dass man das produziert, bedürfnisgerecht produziert, was die Bevölkerung braucht, das ist sinnvoll. Aber wenn man einfach nur das produziert, was man teuer verkaufen kann, wie in China auch gerade zum Beispiel, um viel Geld für Einzelne rauszuschlagen, ist es ja im Endeffekt nichts anderes wie in der Firma. Ja? Du hast Angestellte und hast welche, die davon stark profitieren, Einzelne. Braucht Also, Planwirtschaft überhaupt Geld? nein. Du Nein. wärst doch für die Abschaffung des Geldes. Kommt drauf an, wenn man vernünftige Aufteilung von dem Geld hinbekommen würde. Als Beispiel, also auch das wäre schwierig. Also, nehmen wir mal an, Theorie. Nehmen wir mal an, man würde das ganze Geld der Welt aufteilen, fair. Jeder bekommt gleich viel. Und dann würde man gewisse Grundregeln hinbekommen, sodass es die Akkumulation von Kapital nicht möglich ist. Dann wäre Geld theoretisch möglich. Auch aus einfach vom Tauschmittel her sehr sinnvoll, denke ich mal. Du Aber sprichst das doch ist das alles Tauschmittel. sehr Warum schwierig. sollte in einer Planwirtschaft für Bedürfnisse überhaupt etwas getauscht werden? Man kann doch heute ermitteln, wie die wichtigsten Bedürfnisse der Menschen aussehen. Jeder Bürgermeister in einer kleinen Gemeinde weiß, so und so viel Wasser wird verbraucht, so und so viel Strom wird verbraucht. So, da stellen wir das eben her, so und so viel Wohnungen, so und so viel Kleidung. Ja, wenn einer unbedingt eine Luxusjacht haben will, dann soll er sich Leute suchen, die das auch wollen, dann sollen die das produzieren. Aber darum geht es nicht. Wichtig sind die Grundbedürfnisse, dass niemand hungert, niemand friert und so weiter. So, und wie sollte es denn da nicht möglich sein, einfach mal das Geld wegzulassen und zu sagen, wir produzieren nach euren Bedürfnissen, Ja, nehmt euch, ist was ihr möglich. braucht, ihr habt ja selbst dran gearbeitet, ist nicht Geld diese blöde Bezahlschranke zwischen deinem Bedürfnis und der Befriedigung deines Bedürfnisses? Geld interessiert doch gar nicht, ob du Geld hast, wie du zu Geld Man so kommst, sehen, ob kann du man es so sehen, ja. geklaut hast oder sonst woher hast. Das ist doch da total uninteressant. Da könnte man doch Geld sofort weglassen in einer vernünftigen Planwirtschaft. Das könnte man, ja. Das könnte gemacht werden, auf jeden Fall. Bist du irgendwo Kommunist, weil wenn du mir so schnell zustimmst? Ja, also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass wir Kommunismus oder Sozialismus auf jeden Fall brauchen. Das ist, also ohne das kann man nicht vernünftig, ja, kann man nicht vernünftig Wirtschaften. dafür sorgen, dass, nee, also was ich am Anfang meinte, kann man nicht erreichen, dass wir eine Welt haben, die für alle fair ist. Also dafür braucht man im Endeffekt Kommunismus oder Sozialismus oder irgendein anderes System, was man halt anders nennt, aber im Endeffekt ähnliche Prinzipien verfolgt. Aber jetzt fragen sich Ja. wieder die lieben Zuschauer, aber wie kommen wir dahin? Genau, Und wie kommen wir dahin? dann Ja. sagst du,
indem wir anders einkaufen, obwohl du schon gesagt hast, ja, Geldwirtschaft Unter ist schon anderem. scheiße. Das ist ein Genau, Widerspruch, ne? genau. Da, nee, es ist kein Widerspruch, weil wir das System ja nicht von heute auf morgen abschaffen können. Und es ist so, als würde man sagen, ey, keine Ahnung, es ist so, als würde man sagen, so als hätte man, schwierig, es ist so, ungefähr so, als würde man sagen, ey, Waffen sind Kacke, und da stimme ich zu, aber leider, wenn ich angegriffen werde, kann ich mich nicht ohne Waffen verteidigen. Und in diesem kapitalistischen System wird man ja von allen Seiten angegriffen und muss sich politisch behaupten. Und wenn man da die Waffe, das Geld einfach weglässt und sagt, ey, wir leben jetzt irgendwie außerhalb von dem System und versuchen uns kommunistisch zu organisieren, obwohl das System an sich noch nicht gestürzt ist, dann ist man einfach in seiner Bubble, aber kann im Endeffekt keinen wirklichen Einfluss auf das System haben. Dafür müsste man erstmal groß genug sein. Und wenn man, keine Ahnung, 40% der Bevölkerung hinter sich hat, kann man sich darauf einigen, dass dann einfach Sozialismus ausgerufen wird und gesagt wird, ey, yo, Kapitalismus, wir enteignen euch jetzt. Ne? Das ist aber etwas, wofür es wirklich große Mehrheiten Ich braucht. will mal auf den Ne? Punkt kommen. Meine Kritik an deinen Theorien ist ja, dass du wirklich einen Konsumverzicht oder eine Konsumbeschränkung oder eine Konsumandersorientierung propagierst, Genau. als wäre der Konsum wirklich die Basis des kapitalistischen Produzierens, als würde der Konsum diese Waren bestellen, die nun mal in den Regalen liegen. Die kapitalistische Produktion, wie jede Produktion, beginnt mit ihrem Zweck, nämlich mit der Produktion, mit dem einfachen Akt. Ja, hier sind Rohstoffe, da ist Arbeitskraft, jetzt verarbeiten wir das. Und es kommt erstmal nur ein Gebrauchsgut raus. Ja, ein Stuhl zum Beispiel. Ja, kann man gut gebrauchen. Oder ein Brötchen. Ja, kann man gut gebrauchen. Aber wenn dieses Dingens da, dieses Produkt eine Ware ist, erfüllt sie ihren Zweck erst, wenn sie verkauft werden kann. Im Kapitalismus. Und so beginnt das ganze Spiel. Und dann folgt erst die Konsumtion. Ja, also der Zweck der Produktion ist immer Gewinn und nicht dein Bedürfnis. Und dann findest du in den Regalen nur das vor, auch wenn du was anderes, wenn du auch mal in Bioläden gehst und dann wunderst du dich, oh, mein veganes Müsli, das wird aber in Plastik verpackt und in dem Müsli sind Getreidekörner aus Nordafrika drin, da werden Menschen unterdrückt und ausgebeutet. Du stößt ständig auf Widersprüche, die mit dem Zweck der Produktion Natürlich. zusammenhängen und dann kannst du kaufen, was du willst. Du wirst mit deinen bewussten Käuferentscheidungen den Kapitalismus überhaupt noch nicht mal ankratzen können. Das ist meine These und meine Kritik. Ja, verstehe ich. Also hier geht es ja auch, wenn ich sage, ey, also die beiden Konsumentscheidungen, die ich sehr stark ans Herz lege den meisten Menschen, und wo ich sage, das sind die beiden Konsumentscheidungen, über die wir am meisten machen können, ist einerseits vegan zu leben, weil dadurch einfach du nicht mehr dafür bezahlst, dass Tiere für dich gezüchtet werden. Das ist ja, also klar, damit wirst du den Kapitalismus nicht stürzen, weil du im Endeffekt dann einfach andere kapitalistische Firmen hast, die dann das vegane Zeug herstellen. Aber bei der Konsumkritik geht es mir hierbei tatsächlich nur darum, dass wir Zeit erkaufen. Und zwar Zeit für einerseits die Tiere, die dann nicht mehr im Schlachthof stehen müssen, und andererseits Zeit, weil wir weniger CO2 in die Luft blasen und damit einfach klimatisch Zeit erkaufen, um den Klimawandel hinauszuzögern und damit die Krisen, die kommen, weiter weg sind. Weil wir wissen, Krisen sind ziemlich kacke für Demokratie und für vor allem vernünftiges Denken der Menschen, Rationalität, für Zeit für politische Bildung. Das alles braucht gewisse. Also wenn alles brennt, wenn wir nur Krisen haben, dann werden die Menschen sich nicht denken, okay, vielleicht sollten wir jetzt doch Kapitalismus abschaffen. Nein, dann werden die Menschen sich zusammenraufen und alles, was sie haben, verteidigen wollen. Dann werden die Menschen, die wenig haben, werden dann weiter gegen die hetzen, die noch weniger haben. Und dann werden wir riesige Probleme haben. Also dann ist das erstrebenswerte kommunistische System nicht mehr die größte Sorge von irgendjemandem, wenn wir die Klimakrise weiter fortschreiten lassen.
Also hier geht es wirklich nur darum, dass wir Konsumentscheidungen treffen, die den CO2-Ausstoß minimieren und die keine Tierleben kosten. Weil darum geht es mir. Zeit erkaufen, Zeit für Tiere und Zeit für den Menschen. Weil im Endeffekt, wenn man sich die Prognosen anschaut, in ungefähr, also in 80 Jahren sind wir bei 4,5 Grad Erderwärmung. Bei 4,5 Grad. Das ist, wenn man es auf 4,5 Grad ist ja der globale Schnitt dann, das heißt auch Wasser einberechnet. Und im Meer wird es deutlich, deutlich weniger sich erhitzen als an Land. Das heißt, der 4,5 Grad Durchschnitt bezieht sich auf alles. Und wenn man das sich nur aufs Land bezieht, sind das starke Erwärmungen täglich, wo man ja mal bei 55 Grad ist. Ne? Also das sind lebensfeindliche Temperaturen dann. Das heißt, in 80 Jahren lebensfeindliche Temperaturen quasi auf dem ganzen Planeten, wenn wir so weitermachen. Bei 4,5 Grad Erderwärmung sind wir Stand jetzt am Ende dieses Jahrhunderts. Und also das wird auch schon Mitte des Jahrhunderts riesige, riesige Krisen nach sich ziehen. Und meine Befürchtung ist, wenn diese Krisen dann kommen, wird der Faschismus kommen. Und das ist das Gegenteil von dem, was ich will. Das war schon immer so: Krisen, einfache Lösungen, Faschismus. Und das muss verhindert werden. Deshalb CO2 einsparen, um Zeit zu gewinnen, um halt den Faschismus es schwieriger zu machen, zu kommen. Das ist der Also Hauptgrund. C, Deshalb darf ich das plädiere kurz ich. zusammenfassen? CO2-Einsparung Genau, genau. bremst die Entwicklung der Gesellschaft in Richtung Faschismus. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Fand ich Also jetzt sehr das zeigen, interessant. zeigen, zeigen ja auch schon die Modelle. Ja, Ne? find ich sehr interessant, was du da sagst. Und ich würde mal sagen, das ist ja im Prinzip jetzt nur ein Kennenlerngespräch. Belassen wir es vielleicht erstmal dabei und schauen wir mal auf die Zuschauerreaktion, weil sonst würden wir uns jetzt ein bisschen im Kreis drehen oder das breit treten. Ich finde übrigens das Zoom-Format dann auch ganz gut, wo auf 30, 40 Minuten begrenzt wird, dass man sagt, ey Leute, wenn ihr euch noch mehr zu sagen habt, macht erstmal eine Pause, ihr lernt euch gerade kennen, sonst beißt ihr euch fest, die Leute langweilen sich und sagen, ey, das hat er doch schon erzählt, jetzt erzählt er das nochmal. So, ich finde es immer ganz gut, weißt du, eine Pause zu machen und zu sagen, schauen wir erstmal auf die Zuschauerkommentare und dann können wir uns gern weiter unterhalten. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, mit dir zu reden. Bis dahin erstmal. Alles klar. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und dann bin ich mal auch gespannt auf die Reaktion. Ich hoffe, meine Gedankengänge konnten verständlich rübergebracht werden. Ja. Ne? Go vegan, bezieht grünen Strom und werdet aktiv gegen den Faschismus und gegen den Kapitalismus. Ne? Wir tun, was wir können. Also ich. Okay. Vielen Dank. Jo, dann schönen Abend.